Hey Leute, ich bin's, Michael, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist ein super, super wichtiges Video. Und ich habe mir im Vorfeld ganz, ganz, ganz viel Mühe gegeben, ja alles Mögliche auch auszuarbeiten für diesen Neumond im Krebs. Jetzt muss ich was vorwegstellen. Ich habe mir ganz viel von anderen sogenannten Astrologen angehört und höre zu diesem Neumond sehr viel, was in die Richtung Licht und Liebe geht. Leute, es kommt eine mega gewaltige Welle auf uns zu und wir müssen hier jetzt präpariert sein. Und es werden 2 heftige Wochen in dieser Neumondphase und bisher hat keiner drüber gesprochen, aber ich jetzt. So, dieser Neumond findet im Krebs statt, ja? Neumond bedeutet immer, dass Sonne und Mond am gleichen Platz stehen. Das bedeutet, es geht natürlich um Emotionalität. Das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Aber das Krebszeichen und dieser Neumond im Krebs steht eben für das Zuhause, für die Wertvorstellungen und für das, was wirklich bei uns zu Hause los ist. Und da passiert ja auch auf politischer Ebene ganz viel. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, denn hier nur davon zu sprechen, dass wir emotional wachsen, aufsteigen, dass dieser Krebsmond unsere Sensitivität erhöht, ist alles richtig. Aber wir haben Faktoren drumherum, die eher besorgniserregend sind und über die wir jetzt sprechen. Immer wieder tummeln sich so viele Hobbyastrologen darunter, die meinen jetzt mit oberflächlichen Aussagen populärastrologisch euch einwickeln zu wollen oder euch gar belehren zu wollen oder euch Kurse verkaufen. Leute, ich bin echt erschüttert. Also über die Themen, die in diesem Neumond-Horoskop drin sind, niemand bisher offen spricht. Aber jetzt schauen wir uns das an. Und da ist ganz, ganz, ganz vieles dabei. Denn wir haben zum einen in der Energie Sonne, Jupiter, Mondknoten natürlich ein klares Partnerschaftsthema mit drin. Das Partnerschaftsthema, das ist da. Es geht also darum, nochmal klar auch die Verbindungen zu formen und entsprechend nach vorne zu treiben. Ja? Also das ist in jedem Falle da. Jetzt haben wir aber Sonne, Neptun und Uranus in einem Wirkspektrum zusammenstehen, was eine gewisse seelische Krise auslösen kann, ja. Aber eben, und das ist so das Wichtige, ganz, ganz, ganz klar auch nochmal das Thema mit aufkommt, Nervosität dazu und so weiter. Also hier kommt ein ganz klares Thema einer Sinnkrise dazu. Und diese Sinnkrise wirkt sich natürlich auch global auf alle Energiefelder oder Alltagsfelder mit aus. Wir sind aber im Krebs jetzt zu Hause und das ist auch sprich und faktisch auch das Zuhause. Das bedeutet auch hier, dass wir uns Sorgen machen um unser Zuhause. Können wir unser Zuhause halten? Wie sieht es aus mit steigenden Energiekosten? Da komme ich aber gleich noch drauf. Wie sieht es aus mit dieser Grundsteuerreform zum Beispiel? Ja, also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was viele nervös und machen lässt und natürlich eine Krise heraufbeschwört. Ja? Dann haben wir Sonne, Mondknoten in einem Wirkpunkt stehen und der Mondknoten steht im Stier und damit sprechen wir wiederum zum einen über den Besitz, ja, die Finanzen, den Besitz, aber eben auch natürlich alles, was die Bodenschätze betrifft, Gas, Öl etc. Ja. Und hier kommt ganz, ganz, eine ganz neue Form von Verhandlungen dazu, die die nächsten 2 Wochen sehr wichtig sein werden. Also was da entschieden wird, inwieweit wir uns wirklich vielleicht auch noch im Winter leisten können, in einem warmen Zuhause zu sitzen, wird hier jetzt ganz klar, meine ich, im Juli jetzt auch entschieden werden. Also das wird definitiv im Juli absolut der Fall sein, ja? So, man sieht, dass die Mondstellung
und auch auf das Deutschlandhoroskop betrachtet, hier eine Zeit zum Verhandeln kommt, aber auch der Wille, eine gewisse Mission erfüllen zu wollen. Und diese Mission, ja, hat das Thema Energie, Bodenschätze, Bodenreichtum als Ziel. Also da wird definitiv jetzt in dieser Phase irgendetwas entschieden werden. Ja? Es kommt hier immer wieder eine weibliche Energie mit rein, mit diesem Neumond-Horoskop. Das heißt, irgendeine Frau wird entscheiden oder eine führende Rolle in dieser Entscheidung mit übernehmen. Ja? Jetzt haben wir ja in den Staatschefs nicht viele Frauen drin, ja, aber wir haben natürlich auch auf europäischer Ebene eine Frau an der Spitze stehen. Also da wird der Einfluss ganz, ganz, ganz stark wohl werden. Ja? Dann haben wir, ich muss immer wieder auf meine Notizen schauen, weil es einfach so viel war, zu dem Thema, wir werden so eine unberechenbare Ahnungsfähigkeit bekommen. Also das heißt, wir werden sensitiver, die Antennen werden ganz, ganz, ganz neu geformt. Ja? Und auch hier ist wieder eine weibliche Energie dominant. Ja? Also es betrifft vielleicht auch eher die Frauen unter euch, die mit diesen Antennen, die jetzt die Antennen ausfahren oder die Ohren spitzen. Ja? Und da muss man also auch sich dieser Feinfühligkeit hingeben. Dann haben wir weiter einen Streit, klassisch einen Streit in der Gemeinschaft. Das kann die europäische Gemeinschaft sein, das kann die NATO sein, das kann schlicht und ergreifend auch nur der Bundestag sein. Ja? Das kann aber auch die Gemeinschaft bei dir sein, in einer größeren Familie, in einem sehr großen Betrieb zum Beispiel. Und hier müssen wir uns auf Streitigkeiten schlicht und ergreifend einstellen. Ja? Des Weiteren bietet die Energie dieses Neumond-Horoskops auch eine Zeit, wo ich glaube, dass wir nochmal mehr lesen werden über folgende Punkte. Ja? Zum einen über Triebverbrechen werden wir mehr hören. Ja? Also da muss man jetzt mal wirklich den Fokus auf Tageszeitungen und News legen, denn da wird sicherlich etwas in diesem Bereich kommen. Dann haben wir Mars, Saturn und Neptun in einem Wirkzentrum stehen. Und das deutet wirklich nochmal auf Gifte, auf Seuchen, infektiöse Geschichten, Corona, dann haben wir diese Pockengeschichte da. Also es taucht ja immer wieder was Neues auf. Also wir werden zu diesem Thema, wird es also auch nochmal irgendetwas geben, was sehr wichtig für uns sein wird oder Entscheidungen in diesem Punkt getroffen. Ja? Auch glaube ich, dass in dieser Vollmondphase eine Saturn, Uranus und Jupiter stehen in einem Wirkzentrum. Das sind auf der einen Seite sehr plötzliche Wendungen, die wir erleben, aber es betrifft auch immer wieder Gebäudeschäden. Also wir können hier vielleicht nochmal Thema Unwetter nochmal ganz klar auch hier ein Augenmerk drauf legen, ob das jetzt durch Hagel sei oder Überschwemmung oder ähnliches. Also wir haben jetzt in dieser Neumondphase verstärkt mit Gebäudeschäden zu rechnen, da das Ganze auch im Krebs stattfindet. Ja? Und da haben wir schlicht und ergreifend diese Tendenz dazu. Ebenso werden wir mit mehr Flüchtlingen aus verschiedenen Regionen oder mit mehr Flucht generell rechnen müssen. Ja? Wir haben Saturn und Pluto und die Himmelsmitte zusammen in einem Wirkkreis stehen, die immer wieder sagt, dass das Thema Flucht in dieser Neumondphase ein sehr großes sein wird. Ja? Auch wird die Gemeinschaft, ich spreche da immer von der Gemeinschaft, nicht von einem Kollektiv, sondern von der Gemeinschaft. Das kann nochmal deine Firma betreffen, deine große Familie betreffen. Es kann natürlich das Volk in Deutschland betreffen, die europäische Gemeinschaft, die Weltengemeinschaft betreffen. Ja? Und da haben wir eben den Mondknoten und Pluto in einem Schnittpunkt stehen, wo der Neptun drauf ist. Also auch wieder Thema Energie, Bodenschätze, Besitz,
Immobiliengrundbesitz, Lug und Trug, so hat es meine Großmutter gesagt, ist diese Grundkonstellation vorherrschend innerhalb dieser Gemeinschaft. Das heißt, keiner traut dem anderen, ja, und es werden ja sehr viele Intrigen gesponnen, ja. Und daher glaube ich, dass wir eine sehr turbulente Neumondphase erleben. Das ist wichtig, sich hier zu schützen. Parallel haben wir einfach auch noch Spannungsaspekte. Mars, Pluto. Wir werden nochmal mit neuen Nachrichten zum Thema Gewalt und Krieg überrascht werden. Auch Saturn, Uranus. In dieser Energiekonstellation der Planeten ist es so, dass man tatsächlich auch von einer Aufgabe oder eines Ergebens sprechen kann. Das heißt, es wird gerade im Hinblick auf die Ukraine ein sehr interessantes Thema, was da jetzt passiert. Es kann also wirklich auch eine plötzliche Resignation stattfinden. Ja? Und da muss man eben auch schauen. Es tut sich hier ein dritter Weg auf, der die Energieversorgung gerade bei uns hier jetzt sichern wird. Es gibt hier also einen dritten Weg, der gegangen wird. Das ist also auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, was wir also da wirklich bis Mitte Juli jetzt erleben werden. Also es wird einiges passieren. Ihr könnt euch davon natürlich auch schützen. Ihr könnt in meine Neumond-Zeremonie kommen. Ihr könnt auch, wenn euch jetzt gerade so diese Themen betreffen, ja, wenn ihr eine seelische Krise habt, mein Monatsprogramm, was ich euch anbiete, der Power Boost für 4 Wochen, schreibt mich dazu bei WhatsApp an, dann gebe ich euch alle Infos. Ja. Es ist immer am einfachsten, mit mir über WhatsApp in Kontakt zu treten, als per E-Mail oder ruft mich an. Festnetznummer steht auch unten in der Videobeschreibung drin. Dieses 4-Wochen-Programm bringe ich dich aus der Krise raus, lade alle Akkus auf, pushe dich nach vorne und da haben wir auch täglich zu den Werktagen miteinander Kontakt. Also wirklich ein 4-Wochen-Boost. Und da kriegen wir auch ganz, ganz viel geregelt. Auf der anderen Seite natürlich auch individuelle Rituale im Bereich Liebe, Erfolg, Grenzen sprengen und Blockaden lösen, kannst du mich natürlich jederzeit zu fragen. Wichtig wird jetzt natürlich nochmal auch für die Liebe. Da wird es eine gute Geschichte geben, denn wir haben da auch plötzliche Fortschritte zu erwarten. Also wirklich auch hier sind krasse Wendungen jetzt möglich, gerade wenn ihr in einem Dualseelenprozess oder ähnliches drin seid. Auch da hilft natürlich immer eine Beratung, die du direkt hier unten bei mir buchen kannst. Ja? Für die Singles aufgepasst, eine gute Phase, denn neue Bekanntschaften sind wichtig und ich möchte hier auch mal die männlichen Zuschauer ein bisschen motivieren, denn gerade für die männlichen Zuschauer und männlichen Singles ist es eine ideale Zeit, hier neue Bekanntschaften und Begegnungen wahr werden zu lassen. So, ich wünsche euch, dass ihr energiereich glücklich bleibt. Mucho, mucho amor.